Ja, was machst du auch denn da? Ich hasse es, wenn manchmal irgendwelche Grafik so blöde verzerrt ist. Jetzt auf einmal funktioniert das? Aber wirklich weitergebracht hat das mich auch nicht. Toll. Was ist hiermit? No. Ich dachte, dass ich jetzt einen Fehler oder so gemacht habe. Das wäre fürchterlich. Schon gleich Beginn an einen kleinen Fehler. Aber ich befürchte, ich muss mich doch. Also ich muss doch wieder zum Ding zurückgreifen, zum Lösungsbuch. Gut, dann sei es so. Quartiere. Oder bin ich jetzt schon Level 9? Nee, da war ich schon. Ja, sehe ich jetzt gerade. An Deck. Bis dahin. Ernsthaft? Stimmt, auf die Idee bin ich überhaupt gar nicht gekommen. Erstmal auf diese Idee kommen. War das die oder die andere? Es war anscheinend die andere. Ich habe das total vergessen, dass man die auch verschieben kann. Ja. Oh, die Nase, die kitzelt. Nein, wartet.
Stimmt. Ich habe mir jetzt irgendwie wieder den Weg total erschwert. Bin ich eigentlich nicht viel früher darauf gekommen? Ich hab's total vergessen, dass man hier die Kisten verschieben kann. Aha. Oho, ja, genau, richtig. Moment. Okay, gut. Speichern erstmal. Mich hat es gerade ein bisschen verwirrt, weil zuerst die Tür angezeigt wird, auf einmal sich ein Hebel und dann geht sie da zurück. Da habe ich mir gedacht, hä? Aber stimmt, die Elf ist ja der Hebel und danach kommt es mit da, wo ich den einen besiegt hatte. Den letzten Flammenwerfer. Ist es auch feindsicher? Aus Sicherheitsgründen speichere ich nochmal. Und ja. Wie viele Seiten hat es? Also es hat definitiv viel. Ich geh mal davon wieder aus, ich bin blind. Hier ist eine Kiste. Hallo, was machst du da? Wo ist jetzt ein beknackter Hebel? Machst du mal Pause? Treten Sie durch die Tür, springen Sie in das Wasserloch im Boden der Kammer und tauchen Sie hinab. Sobald Sie eine Grotte gelangen, müssen Sie sich nach rechts wenden und den Hebel ziehen. Ich hole mir erstmal wieder frische Luft. Wenden Sie nach rechts.
Are you kidding me oder was? Hier ist kein Hebel. Oder bin ich jetzt wieder blind? Doch, hier ist doch ein Hebel. Oder? Nee. Boah, Alter. Was bin ich denn jetzt? Unnötig gerade. Das ist die beste Erklärung überhaupt. Wie ihr seht, sehen wir nichts. Ach, da ist der. Durch die dürfte ich jetzt eine Fackel verschwenden. Müsste die nicht schon längst aus sein? Möchte sie manchmal echt gerne ein paar vor Ohrfeigen geben, wenn sie irgendeinen anderen Schwachsinn macht. Aha. Toll, Munitionen. Wie man eine Rolle macht, hat sie auch erlernt, oder? Okay, vielleicht war ich auch zu nah dran. So, aber eigentlich geht es mal weiter. Das ist wenigstens positiv. Warum? Was war das eigentlich für ein Scheiß wieder? Und ich habe jetzt gerade da jetzt mit Absicht losgelassen. Aber dennoch, sie lässt einfach los. Ich glaube, ich weiß, was das gemeint ist. Also mach einmal nicht stehen bleiben, Mädchen.
Ich hasse das. Ich hasse es auch extrem, wenn sie einfach mal so stehen bleibt. Oder einfach zu sehr Dings macht. Ich drehe mich nur leicht und die macht dann eine ganz scharfe Kurve im Stehen. Ernst. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin jetzt hier hinter. Und es ist nicht so schwierig, einfach mal dieses Teil hier wegzuschieben. Ist es dein Ernst? Man muss echt einen sehr komplizierten Weg nehmen. Aber wie gesagt, das Teil einfach mal kurz wegzuschieben oder durch die Lücken zu gehen, ist jetzt auch zu schwierig, ja? Manchmal ist sowas echt unnötig. Da ist ein U-Boot. Ich habe das Gefühl, dass sich irgendwas im Wasser befindet. War da gerade nicht irgendwas? Nein. Ich meine, es kam ja schon die Musik. Hm.